Fische. Tarotlegung jetzt für dich. Was ist dein Kern der Sache? Jetzt für Fische. König der Münzen. Es geht gerade jetzt entweder um einen Menschen oder um dich selbst und die Kraft, mit allem, was bereitsteht, mit all den Ressourcen, die man hat, mit all dem, was zur Verfügung steht, mit all dem, was jetzt gelenkt, gesteuert, geleitet werden muss, im Einklang und verantwortungsbewusst umzugehen. Und entweder du oder ein Mensch, der dir sehr nahe steht, haben gerade diese Aufgaben im Leben und das scheint gerade der Fokus zu sein. Also irgendetwas hier vielleicht auch auf eine Art so zu managen. König der Münzen. Viel Kraft, viel Kontrolle, viel Macht, eine hohe Position, in der ich hier dich oder einen Menschen, der dir gegenüber steht, sehe. Und etwas läuft ja auch noch im Hintergrund ab. Was ist der Ansatzpunkt für Fische? Ansatzpunkt für Fische? Die Herrscherin. Oh, okay. Oh, okay. Die Herrscherin. Auch noch ein Mensch in einer sehr hohen, starken Position. Hoch im Sinne von so angesehen oder einen hohen Stellenwert in deinem Herzen, der dieser Mensch hat. Und es geht hier, glaube ich, speziell jetzt auch noch um die Sachen, die im Hintergrund abgehen und dass dieser Mensch jetzt vielleicht einen neuen Weg aufweist oder dass irgendetwas anderes hier noch passieren kann oder könnte. Oder genau das lässt man sich durch den Kopf gehen. Vielleicht was auch in der ganzen Zeit im Hintergrund zwischen zwei Menschen abgelaufen ist oder was das für Folgen und Effekte hatte. Was löst sich hier für Fische? Die sieben Stäbe, irgendeine Grenze, irgendeine Blockade, irgendein harter, schwieriger Zustand scheint sich hier zu lösen, scheint sich aufzulösen. Ich weiß nicht, ob jetzt mehr Spannung in diesen Zustand kommt, der einfach lange angehalten hat, oder ob jetzt die Spannung abnimmt. Was wünschst du dir aus der Situation? Das scheint möglich. Was du dir wünschst, das scheint möglich zu sein. Zwei unterschiedliche Sachen. Hier die Auflösung, die Wiederfindung in der Liebe. Die Auflösung und die Wiederfindung in der Liebe. Also ist es hier, dass eine Sache auf jeden Fall weniger wird und dass das neue Fundament entweder erst dadurch entstehen kann oder dass es hier gar nicht um das neue Fundament geht, sondern um das erste alte, das überhaupt mal da war. Was ist dein neues Wissen, Fische, für diese Situation? Sechs Stäbe, neun Schwerter. Das ist das, was dafür nötig ist, dass diese Veränderung jetzt passiert. Und das ist mit den sechs Stäben auch so der Druck, der auf eine Art nachlässt. Vollendung, Vollkommenheit. Die Spannung lässt nach. Du und jemand ganz Bestimmtes. Und vielleicht macht man sich Gedanken darüber, wie eine Situation abläuft, ablaufen kann. Zwei Seiten, die sich stark gegenüber oder aneinander stehen. Gegenüberstehen eher. König der Münzen und die Herrscherin. Also es ist eine sehr signifikante Beschreibung für jemanden, mit der Möglichkeit, in eine Situation hier Entspannung, Gleichgewicht und Harmonie zumindest kurzfristig einzubauen, einzubringen oder einzuleiten. Und die Frage ist jetzt, wenn es so eine kurzfristige Sache ist, die auch auf einmal wie ein Blitz einschlägt, inwieweit das
mit deinem Wunsch übereinstimmt, dass das Ganze ein stabiles Fundament ist und dass auch Thema Lebensfreude, die Sonne, hier wirklich von so dem innersten, leichtesten Herzen und der frischesten Energie hier die Energie eingesetzt wird. Wie weit jetzt etwas in Dauer, von Dauer ist und von, okay, wer in der Position ist, jetzt vielleicht auch diesen Schritt zu gehen oder das zu machen. Was ist dein Tipp, Fische, dein Tipp in dieser Situation? Fisches Tipp in dieser Situation. Fisches Tipp in dieser Situation. Sechs Kelche. Diese Verbindung, diese Seelenverbindung, hier dieses Doppelte, die Lebensfreude jetzt durchbringen. Die Königin der Kelche unten. Okay, es gibt vieles, das jetzt möglich ist, dadurch, dass du dich mit deiner wirklichen Freude und mit deiner wirklichen Herzensstimme verbindest und jetzt in Einklang mit deinem Inneren, dein Gegenüber vom Herzen ansprichst und deinen Standpunkt mit diesen Menschen ganz klar machst. Weil hier großes Potenzial ist durch das Zusammenkommen und das aus dem Herzen sein. Großes Potenzial, dass dadurch eine Situation, die lange angespannt war und in die man lange so viel Arbeit hat einfließen lassen, jetzt neu Ruhe findet. Und jetzt gibt es so zwei Perspektiven, zwei Seiten auf die Situation. Einmal für einige dieses, ob es sich wirklich lohnt, dieser Energie so zu widmen, wie man bisher gegeben hat, oder ob diese Ruhe jetzt aus einer neuen Energie herausströmt. Also die Position in dieser Situation neu sehen. Und die andere Seite ist so, jetzt ist es richtig gefragt und wichtig, aus meinem Herzen zu handeln, zu fühlen und mit etwas vielleicht das Ende einzuziehen, weil es hier eben diese neue Balance herstellt mit meinem Gegenüber. Dein Tipp, sechs Kelche in deinem Element und die Kraft, die Lebensfreude, die Liebe, die Energie aus dem Herzen. Mit all dieser Kraft, mit all dieser ganzen Kraft, die du jetzt für etwas hast, die jetzt für etwas da ist, die jetzt für jemanden im Raum ist, all diese Kraft, die erzeugt wurde durch diese starke Anziehung zu diesem Menschen und dem Gleichgewicht, das dadurch entsteht, dass man mehr in dieser Situation einfach ist. Mit dieser ganzen Kraft, das Gleichgewicht jetzt herzustellen, kommt für manche Fische vielleicht auch auf das Gegenüber an mit der Herrscherin. Weil hier zwei Menschen sind, kann natürlich für. Es ist eher so hier diese Energie, dass es hier zwei Menschen sind und die stark aufeinander vielleicht auch abfärben oder abgefärbt haben. Und eine Situation, die. Vielleicht ist es für manche Fische auch diese Energie, dass eine Situation kurz angehalten hat und jetzt einen großen Effekt, eine große Auswirkung hatte. Und für andere Fische ist diese Energie, wenn diese Situation zu Ende geht, was danach kommt, was danach daraus wird. Oder der Stress, der mit einherkommt von so den Nebenwirkungen einer Sache. Oder. Dem Halten der Anspannung von dem, dass eine Last auf einem selbst ist. Tipp auf all das, sechs Kelche, die Kraft. Es geht jetzt darum, dass das Gleichgewicht neu gesehen wird und jetzt der Lebensfreude ganz gefolgt wird und gesehen wird, was für eine Kraft auch in einem selbst ist, um die Harmonie aus dem Inneren im Einklang mit so dem Gefühl der Freude fürs Leben jetzt neu einhergeht,
9. Also es kommt jetzt etwas zu Ende, aber dabei wird auch etwas gelernt in diesem Zyklus mit diesem Menschen. Also hier auch vielleicht die Zeit mit etwas nachzugeben. Okay. Fische. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Legung konnte dir dienen. Wir sehen uns. Alles Liebe, Ariane.